Lass mich raten. Einmal rüber zum Ufer. Was ist hier passiert? Verdammt. Wo sind die Fluchbrecher? Am besten bleiben wir erstmal hier. Suchen wir dir erstmal einen Heiler. Sid? Was machst du denn hier? Otto war besorgt. Er meinte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Zu Recht, wie es scheint. Kann man wohl sagen. Die Soldaten sind hier regelrecht eingefallen. Fast niemand blieb verschont. Martha hat anscheinend versucht zu schlichten. Aber dann wurde sie kurzerhand in Ketten gelegt und abgeführt. Abgeführt wohin? Die Spuren führen Richtung Trauerbucht. Zum Kloster, wo Marthas Träger versteckt sind. Diese Mistkerle. Wir nehmen die Verfolgung auf. Kümmert ihr euch um die Leute hier? Alles klar. Da ist noch was. Einer der Männer sagte mir, dass die Soldaten eine Säuberung erwähnten. Mehr weiß ich auch nicht, aber es klingt nicht gut. Seid vorsichtig, ja? Ja, ihr auch. Cole hat recht. Das war keine Kneipenschlägerei. Da steckt mehr dahinter. Aber eine Säuberung? Träger sind kaiserliches Eigentum. Die Garnison allein wäre dazu nicht befugt. Also sind die Befehle von weiter oben gekommen. Hey, reiß dich zusammen! Vorne. Martha, bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Ihr müsst schnell zum Kloster. Dort sind alle in Gefahr. Erzähl uns, was passiert ist. Es war schrecklich. Diese verdammten Schwarzschilde sind eingefallen. Die Schwarzschilde? Die Bastarde haben entdeckt, was der Abt und ich dort machen. Sie wollten uns schon hängen. Da haben sich die Träger aus ihren Betten gequält. Die Armen stürzten sich auf die Kaiserlichen. Und im Chaos habe ich es irgendwie geschafft zu flüchten. Dann können wir vielleicht noch was tun. Martha, schaffst du es allein zurück zur Rast? Cole und die anderen Fluchbrecher sind dort. Ich denke ja. Ich danke dir, Clive. Schwarzschilde. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Es hat in Rosaria immer nur einen Schildorden gegeben und der hat alle Bürger verteidigt. Es ist wirklich grotesk. Selbst für Sandbreck. Sind wir zu spät? Vielleicht ist drin noch jemand.
Nein. Verdammt. Ich dachte, ihr wärt alle schon verbraucht. Mörder. Ihretwegen haben die Träger sich... Halt! Die gehören nicht dazu. Diese Wirtshure muss sie geschickt haben. Sich mit Feinden des Kaiserreichs zu verschwören, ist ein schweres Verbrechen. Und Verbrecher gehören bestraft. So will es das Gesetz. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Und du nennst dich einen Schild! Hast du keine Ehre? Clive. Das haben wir gleich. Waren das jetzt alle? Ich denke schon. Der Abt war nicht dabei. Vielleicht hat er überlebt. Der Zug Äther hat ihnen allen den Tod gebracht. Clive, nicht allen. Wir sind Freunde von Martha. Wir wollen helfen. Sind die Bastarde tot? Ja. Jeder einzelne. Leider. Nur die hier. Bald schicken sie neue. Das Töten geht weiter. Rosaria wird untergehen, wenn wir nicht handeln. Findet Sid. Er muss uns helfen. Und bitte, dankt Martha von uns. Ich... Das werde ich. Sid! Wo bist du? Sid! Hier drin! Hier ist ein Überlebender! Clive... Er ist tot.
Wir haben den Abt bestattet. Aber die Träger. So ein Ende hat niemand verdient. Nein, das stimmt. Doch es war ihre Wahl. Sie wussten, welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt, um für ihre Beschützer zu kämpfen. Martha ist die Flucht nur gelungen, weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben. Die Überreste der Träger. Wir sollten sie dem Meer übergeben. Hier gibt es eine Zugbrücke. Redoxsprung. Die Strömung dort ist stark. Der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen. Ich schicke einen unserer... Ich gehe. In Ordnung. Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern. Das hat es nicht kommen sehen.
alles gut? Das muss die Brücke sein. Eure Last nehmen und in die Ferne tragen. Und nun sind sie endlich frei. Ich hoffe es. Wie steht's ums Kloster? Alles erledigt. Die Leichen wurden verbrannt. Gehen wir zurück. Cole macht sich Sorgen um Martha. Alles klar. Sie sind alle tot, oder? Leider. Mit letzter Kraft hat einer von ihnen dir für alles gedankt. Es war nicht genug. Ich hätte sie besser beschützen sollen. Cole hat mir auch den Rest erzählt. Ich danke dir. Es ist meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen. Wieso? Wer hätte das geahnt? Ich schon. Aber ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen, ich törichte Frau. Die Gerüchte fingen vor Monaten an. Von dunklen Gestalten in Rüstungen, die nachts in die Dörfer kämen und schlafenden Trägern die Kehlen aufschlitzten. Aber ich dachte, diese Schauergeschichten hätten die Kaiserlichen in die Welt gesetzt. Denn wer hilft schon Trägern, wenn er Angst vor dunklen Rittern hat, die Verräter gleich mit umbringen? Es klingt ja auch vollkommen absurd. Wie diese Schwarzschilde vorgehen, ist skrupellos. Allerdings frage ich mich, wozu all das? Meine Mutter steckt ganz klar dahinter. Nur verstehe ich nicht, was sie bezwecken will. Was auch immer im Kopf dieser Frau vor sich geht, kann und will ich gar nicht wissen. Allerdings brauche ich starke Kämpfer, die uns Schutz bieten können. Je mehr, desto besser. Wenn diese Schwarzschilde glauben, ich sehe tatenlos zu, wie sie alle einschüchtern, dann irren sie sich gewaltig. Ach, ehe ich's vergesse, ein Stolas von Otto ist kurz vor euch angekommen. Ich soll euch ausrichten, dass Gerf zurück ist. Dann gehen wir besser. Du kommst zurecht, Martha? Wir können noch ein wenig bleiben.
Nicht nötig. Das nächste Mal bin ich für die Mistkerle bereit. Wobei ich sicher nicht Nein sage, wenn ihr mir zwei dieser jungen Fluchbrecher für eine Weile überlasst. Beweg dich nicht. Das macht es nur schlimmer. Hey, du da! Lauf dich einfach vorbei! Kannst du mit dem Schwert da umgehen? Ach, natürlich. Ich wette, du bist ein Söldner oder sowas. Jetzt fragt sich nur, bist du bereit, es zu benutzen? Eine Herde edler Chocobos braucht nämlich Hilfe. Chocobos. Ganz genau. Wilde Vögel? Na, die Großen? Und sogar nicht nur irgendwelche Chocobos. Weißherz und ihre Herde sind die mutigsten Geschöpfe, die es gibt. Sie beschützen Reisende vor Banditen und anderem Gesindel. Chocobos bekämpfen Banditen? Es ist wahr. Erst gestern haben sie mich vor einer ganzen Bande gerettet. Brutale Kerle waren das. Und jetzt sind sie zurück und wollen Rache nehmen. Komm schon, steh da nicht einfach rum. Geh und hilf ihnen. Na gut. Du bist ein guter Junge. Wo finde ich diese Chocobos? Vorhin haben sie den Weg da drüben gekreuzt. Die elenden Bastarde wollten die armen Dinger wohl zum alten Dock scheuchen. Das ist eine Sackgasse. Rette, Weißherz, und ihre Herde, hörst du? Einen kühneren Vogel gibt es nirgends. Für uns hier ist sie eine Heldin. Und keine Sorge, du erkennst sie schon, wenn du sie siehst, ganz sicher. Wenn du das sagst. Dann viel Glück. Verpass diesen Taugenichtsen eine ordentliche Abreibung. Weißherz. Ungewöhnlich für einen Chocobo. Eine weiße Feder. Ich dachte, Ambrosia wäre die Einzige. Apropos tapfere Vögel. Sie sind wohl da lang. Diese Chocobos scheinen sich wehren zu können. Sieht nicht gut. Du bist umzingelt, Federchen. Du hast wohl gedacht, du wärst uns los, was? Wir hatten mächtig Ärger wegen dir. Aber irgendwer wird uns jetzt schon gut dafür bezahlen, deinen Kopf an seine Wand zu hängen. In dieser Gegend eher nicht. Ach,
Wie kommst du darauf? Weil sie für die Leute hier eine Heldin ist. Tut ihr ihr weh, dann tue ich euch weh. Leck mich! Oder weißt du was? Wir tun euch einfach beiden weh. Na gut. Aber ich hab euch gewarnt. Jetzt ist alles gut. Weißherz, nehme ich an. Kennst du sie etwa? Diese Narbe. Das kann nicht sein. Ambrosia? Du bist es. Du hast überlebt. Und du hast jetzt deine Herde. Hey, hast du es geschafft? Ich dachte, ich schau mal, ob du zurechtkommst. Oh, du hast die Schweine also erledigt. Ich wusste es ja. Und die ganze Herde hat nicht einen Kratzer. Glücklicherweise. Und nicht nur das. Ich glaub's nicht. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass unsere Heldin früher ein Reittier gewesen sein könnte. Aber natürlich passt sie zu einem tapferen Kerl wie dir. Unsere gefiederte Freundin muss sich einiges von ihrem Herrn abgeschaut haben. Sie ist genauso heldenhaft wie du. So ein Schokobo kostet aber eine ganze Menge. Bist wohl ein Adliger, was?
Also, ich... Entschuldige, ich wollte nicht aufdringlich sein. Egal, wer du bist, du hast mir geholfen. Was ist denn? Sie will ihren Herrn zurück, schätze ich. Na bitte, Ihre Freunde sind einverstanden. Wirklich? Du kommst mit mir? Na also, wenn das mal kein rührender Anblick ist. Ich muss es heute Abend den Jungs im Federbett erzählen. Oh, warte hier kurz auf mich. Steht dir wirklich ausgezeichnet, oder? Ja, das tut es. Was schulde ich dir? Ach, das bisschen Leder gebe ich Weißherz doch gerne umsonst. Natürlich bin ich traurig, dass sie uns verlässt, aber niemand verdient es mehr als sie, ihr Glück zu finden. Keine Sorge, wir schaffen das schon alles auch ohne sie. Hörst du, Weißherz? Du hast dir eine Abwechslung verdient. Viel Spaß beim Reisen mit deinem Herrn. Nun denn, ich muss weiter. Ganz viel Glück euch beiden. Bleib erstmal bei deiner Herde. Ich ruf dich, wenn ich dich brauch. Gav.